Ja, hallo meine Freunde, es ist dieser Samstag und damit wieder Zeit für den zweiten Channel of the Day an diesem Wochenende. Heute mal wieder ein etwas größerer Kanal und zwar möchte ich euch den Kanal von Sturmwaffel vorstellen. 1,069894 Millionen Abonnenten und hier könnt ihr 2312 Videos euch anschauen, also das ist wirklich viel. Der eine oder andere kennt den Waffel vielleicht aus dieser neuen Rubrik. Es gibt da so eine Art Frühstücksfernsehen im Internet mit Kelly aka Mrs. Vlog und Sturmwaffel zusammen. Die machen immer so eine Morgensendung. Hier aber erstmal ein Blick in die Kanalinfo. Gaming, ich probiere stets neben Minecraft auch noch ein paar Indie-Perlen oder Mainstream-Riesen mit euch zu spielen. Über Anregungen bin ich immer höchst erfreut. Schön finde ich, dass da das gesamte Equipment mal aufgeführt ist mit Links. Und auch ein Skype-Kontakt zu Sturmwaffel Talk. Finde ich schön, dass er auch Nachrichten sehr willkommen heißt. Ja, schauen wir mal in die vielen Playlists. Also da kommt schon einiges zusammen. Und ich habe euch trotzdem mal aus den etwas aktuelleren Playlists etwas rausgesucht. Und zwar aus der Kategorie Craft Attack 3, den tollen Titel Tod, Tod, Tod. Schaut mal. Nehmen wir vernünftig klatschen. Und hier, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung, willkommen zur ersten Folge Craft Attack. Der Season 3. Ihr seht das schon, es ist zusammengecuttet und dementsprechend heißt das auch, dass okay. Warte, vielleicht können wir gammeln. Warte, ja, ich komme mit. Okay, ja. Okay. Ja, wer von euch schon länger dabei ist, der weiß, dass ich mit dem Spiel Minecraft absolut nichts anfangen kann. Und auch wenn die Videos von Sturmwaffel unheimlich unterhaltsam sind, es ändert leider nichts daran. Das Spiel ist für mich, ja, ich kann damit eben nichts anfangen. Aber es gibt bei ihm ja nicht nur Let's Plays, sondern was ich auch gefunden habe, ist die Kategorie Challenges. Und da habe ich euch mal die Best Friend Challenge rausgesucht. Schaut mal. Das ist doch Sinn der Sache. Du musst jetzt leben, wie du lebendig bist. Ich bin gespannt zu leben. Okay. Bist du bereit dafür? Dann mach ich's. Dann fang jetzt an. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Ich muss auch nochmal kurz Augenfarbe angucken, weil ich die erste Frage schon sehe. Hä? Also deinen ersten Freund kenne ich noch, den längeren. Da haben wir uns nämlich kennengelernt. Das weiß ich noch. Nee, scheiße. Es wird jetzt geht's bergab, Alter. Ab jetzt geht's richtig bergab. Oh, heilige Fresse, okay. Scheiße. Ja, wie man sieht, hat der liebe Sturmwaffel und seine beste Freundin in dem Fall wohl dort ein Programm zur Hilfe genommen, in dem Fragen gestellt werden, wie gut man seinen besten Freund kennt. Und das kann schon recht lustig werden, könnte ich mir vorstellen. Das ganze Video ist auch wirklich lustig, also da empfehle ich euch, schaut euch das ruhig mal an. Wie immer aber noch einmal ein Blick aufs aktuellste Video und das heißt Erwischt im Kino. Hi, heute ist dieser Kino-Event-Tag von XXX. Ich habe 20 Minuten noch, dann muss ich losgehen zum Event. Jetzt ist die Frage, putze ich hier noch schnell? Oder spiele ich eine Runde Overwatch? Das Studio muss Hoffnung in diesem Film haben. Danke, Sheldon. Ja, ich hoffe, dass der Film gut ist und dass halt der Abend halt gut verläuft halt, ne? Oh, wir denken schon, dass der Film gut ist auf jeden Fall, weil sie haben ihn ja wiedergeholt, ne? Also der Trailer verspricht vieles. Also ich warte schon einen guten Film, also jetzt. Ja, und da haben wir sie dann letzten Endes auch mal im Bild, die Kelly aka Mrs. Vlog. Wobei jetzt die beiden im Kino erwischt worden sind, werde ich an dieser Stelle nicht verraten. Da müsst ihr euch schon die Mühe machen, euch das Video selber anzuschauen. Ne? Übrigens, das aktuellste Video von Sturmwaffel von gestern Abend habe ich natürlich
jetzt noch nicht mit dabei, weil ihr wisst ja, ich mache meine Videos donnerstags mittags meistens schon. Also zumindest das Kanal aufnehmen, das Vertonen und diese Moderation, das mache ich meistens erst am Ausstrahlungstag, wenn man das so nennen will. Aber das aktuellste Video von Sturmwaffel, ja, da leidet der gute Mann an einem Männerschnupfen. Und ihr wisst, was das heißt, deswegen wäre es toll, wenn ihr vielleicht ein bisschen Mitgefühl zeigen könntet, wenn ihr den Kanal von Sturmwaffel besucht. Ihr wisst, alle Kanäle, die ich am Wochenende vorstelle, sind auch immer unten in der Infobox verlinkt. Und ja, vielleicht geht es ihm ja viel, viel, viel schneller, viel, viel, viel besser, wenn ihr ihn da mal aufsucht und gute Besserung wünscht. Das war's für heute mit dem Channel of the Day. Gleich auf der Endcard, ihr kennt das schon mit den, auf dieser Seite da, da kommt, nee, gar nicht wahr, ich glaube, das ist so da unten eher, ne, ja, genau, da ist es ganz wichtig, Daumen hoch, fände ich ganz toll, wenn da mal was, was kommt. Da unter findet ihr den Abonnieren-Knopf, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, aber neugierig seid auf alles, was da kommt, und da kommt noch so einiges, dann könnt ihr da gerne mal raufklicken, würde mich freuen. In der Mitte, unten drunter, da gibt es zu meinem Zweitkanal Notenfrei. Auch da wird es demnächst wieder Neues geben. Und dann auf dieser Seite habe ich noch ein Video verlinkt für euch, und zwar den Kanal, den ich euch gestern am Freitag vorgestellt habe, Papa ohne Mama TV, ein kleiner Vlog-Kanal. Da lohnt sich trotzdem mal ein Blick drauf. Ansonsten wünsche ich euch noch einen tollen Samstagabend, falls es noch in die Diskothek geht. Passt auf, dass die Rechnung nicht zu teuer wird. Und Mädels, behaltet eure Drinks im Auge. Es wäre schade, wenn ihr irgendwo zu euch kommt und nicht wisst, wie ihr da hingekommen seid. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, und wir sehen uns morgen bei Channels of the Day. Macht's gut. Tschüss.